Technikbauer sagt Hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr den Hotelmodus beim neuen Hisense QLED-Fernseher aktivieren könnt. Was das genau ist, wie das funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier das brandneue Modell von Hisense, einen QLED-Fernseher. Wir haben hier das Modell EQ76 und bei diesem wollen wir den Hotel-Mode aktivieren. Wie auch viele andere Hersteller hat auch Hisense einen Hotel-Mode. Beim Hotel-Mode könnt ihr alles beschränken, sprich verschiedene Funktionen deaktivieren. Ist insofern sehr interessant, a für ältere Personen, damit die nichts am Fernseher verstellen, B für ein Hotel, damit der Gast nichts verstellt, sonst muss ja jedes Mal der Fernseher neu eingerichtet werden. Und wie gesagt, dieser Hotelmodus, der ist hier versteckt, den muss man mal aktivieren. Und wie ihr ihn aktivieren könnt, das erfahrt ihr jetzt auf der Fernbedienung die Menütaste und wechselt zu den Einstellungen. So, dann der nächste Punkt ist hier Ton. Und hier ist es wichtig, dass ihr zuerst Dolby Atmos deaktiviert. Wir müssen nämlich in diesem Punkt hier Lautsprecher und Balance. Und wie ihr sehen könnt, ist das grau hinterlegt. Das heißt, ich kann das nicht auswählen. Ich muss zuerst zurück, dann Dolby Atmos deaktivieren. Jetzt wieder zu den Lautsprechern. Hier Balance. Wichtig ist, ihr dürft das nicht anwählen, so hier, sondern es muss nur blau hinterleuchtet sein, also wie hier, nicht mit OK bestätigen. Und nun drückt ihr 0548 und OK. Und schon kommen wir automatisch in diesen Punkt, nämlich Hotelmodus ist hier aktiviert. Und nun seht ihr hier die folgenden Punkte, was hier alles möglich ist. Also wir fangen an mit Hotelmodus aktiviert. Tastensperre aktiviert, das heißt, am Gerät selbst können keine Tasten mehr gedrückt werden. Suche ist gesperrt, natürlich Sendersuchlauf nicht möglich, das heißt, man kann hier die Sender nicht verstellen. Das Untermenü ist auch gesperrt, wie die aktuellen Einstellungen, das heißt, in den Einstellungen kann nichts geändert werden. Bei App blockieren kann man hier Apps blockieren. Die maximale Lautstärke, was man hier einstellen kann, also Lautstärke ist hier auf Maximum, das können Sie natürlich ändern. Und die minimale Lautstärke, die der Benutzer hier ändern kann. Mit welcher Lautstärke soll sich der Fernseher einschalten? Mit welcher Quelle denn? Soll er TV oder mit HDMI oder mit einer anderen Quelle eingeschaltet werden? Welcher Sender? Auch das kann ich festlegen, wie zum Beispiel Pro7, Sat1 kann ich hier festlegen, mit welchen Sender der Fernseher sich einschalten soll. Betriebsmodus erinnern, das heißt, wenn der Fernseher hier Strom bekommt, soll er sich erinnern, mit welcher Quelle eben. Automatischer Ruhezustand, das heißt, der Fernseher schaltet sich nach 15 Minuten aus, wenn hier nichts gedrückt wird. Also kein Signal, kein Bild, schaltet sich der Fernseher automatisch aus. Die Quellen könnt ihr sperren, eben die Eingänge, das Logo kann man hier einstellen, das heißt, man kann sich hier sein eigenes Logo einblenden. Hier im Kanal gibt es dazu Videos. Interessant für den einen oder anderen Hotelmanager oder Hotels, die blenden ihr eigenes Logo ein. Sprich, wenn der Kunde oder der Gast den Fernseher einschaltet, sieht er das Logo des Hotels. Die Sprache kann man hier einstellen, mit welcher Sprache sich der Fernseher einschalten soll. Hier haben wir das, was wir gesagt haben, Hotel-Infobilder. Klonen, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ihr mehrere Fernseher habt von Hisense, dann könnt ihr über einen USB-Stick diese Einstellungen klonen und auf einen anderen Fernseher übertragen. Sprich, ihr erstellt ein Mastergerät, stellt alle Einstellungen ein, was ihr haben wollt, Sprache, Lautstärke, was auch immer, kopiert diese Einstellungen auf USB-Stick, geht zum nächsten Fernseher und überträgt diese auf den Fernseher. Geht in Minuten, sonst müsstet ihr ja viel Zeit damit verbringen, wieder die Einstellungen hier wie auf die anderen Fernseher zu übertragen.
Hier könnt ihr sogar noch eine Webseite über euer Hotel hier einblenden lassen. Auch das ist möglich. Ja, mehr ist es nicht. Das ist das Hotelmenü. Ich glaube, das Wichtigste sind eben die Sender, dass man das sperren kann wie das Menü. Und natürlich auch die Lautstärke, die maximale Lautstärke. Um aus diesem Hotel-Mode wieder rauszukommen, müsst ihr eigentlich nur hier das Häkchen wegmachen. Dann ist das Ganze wieder deaktiviert und mit Exit kommt ihr hier raus. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, damit seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikboss sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.